Es gibt Momente, da steht viel auf dem Spiel. In der Eurokrise zum Beispiel. Oft betreten wir auch Neuland. Als Kanzlerin treffe ich Entscheidungen für unser Land, für die Menschen in Deutschland. Ich muss sicher sein, dass wir auch das Richtige tun. Das Richtige ist nicht immer, was am lautesten gefordert wird. Das Richtige ist, was am Ende den Menschen hilft. Deutschland steht heute gut da. Eine starke Wirtschaft, mehr Menschen in Beschäftigung als je zuvor, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das haben wir gemeinsam geschafft. Das darf jetzt nicht aufs Spiel gesetzt werden. Durch höhere Steuern und mehr Belastungen. Das wäre nicht gut für Deutschland. Ich will, dass wir auch in Zukunft gemeinsam erfolgreich sind. Durch gute Arbeit und neue Ideen. Ich will, dass wir ein faires Land sind. Ich will ein Land, in dem die Stärkeren den Schwächeren helfen. Ich will ein Land, in dem die belohnt werden, die etwas leisten. Ein Land, in dem wir unseren Kindern die besten Chancen bieten. Das ist mein Ziel als Kanzlerin. Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung am 22. September mit beiden Stimmen für die CDU. Gemeinsam schaffen wir das.